question. Was soll ich sagen? Dankeschön. Danke. Ist gut. Sehr lieb. Danke. Ich glaube, das reicht. Dankeschön. Schöne Jacke, ne? Ich hasse bunte Hemden. Das ist das Erste, was ich in den vergangenen 25 Jahren gemacht habe, wenn ich vom Dienst kam. Hemd aus und dann erstmal in was Schickes geschlüpft. Glauben Sie nicht? Ja, das ist das Schöne. Ich kann erzählen, was ich will. Die Leute denken immer, ja, pff. Ich hätte auch sagen können, vielen Dank für diesen überwältigenden Applaus. Kam mir sehr gelegen. Ich hatte unheimlich Blähungen. Ja, das ist doch das Tolle an meinem Beruf, deswegen mache ich es doch, weil wir immer sagen können, was wir wollen. Andere Berufsgruppen haben dieses Privileg nicht. Nehmen Sie mal einen Friseur. Wenn da einer reinkommt und sagt, ich hätte gerade dieselbe Frisur wie der auf dem Foto, dann möchte der Friseur doch sagen, schauen Sie. Das ist ein Missverständnis. Das da ist ein professionelles Model. Ein wirklich schöner Mensch. Sie sind eine Laune der Natur. Ein Irrläufer der Evolution. Vielleicht hat Gott eine Wette verloren. Ich weiß es nicht. Ihr Bild passt vielleicht in die Metzger-Zeitung. Als Werbung für Gehacktes. Ja, das möchte er sagen. Was er aber sagt, ist, doch, das ist aber eine ganz ausgezeichnete Wahl. Das sieht die sicher vorzüglich. Ich werde tun, was in meinen schwachen Kräften steht. Er ist auch gar nicht schwul, aber er muss so tun. Weil er ja sonst als Coiffeur der Spitzenklasse nicht akzeptiert wird. Ich könnte sagen, wow, 10 schöne Frauen allein in den ersten beiden Reihen. Das macht rein rechnerisch 20 Möpse. Okay, 18. Ja, ein Arzt kann das auch nicht. Ne? Sie sind Arzt? Ja. Wenn eine Patientin kommt, die dich unbedingt aussieht wie Julia Roberts, ne, dann kann der Arzt nicht sagen, ach du Scheiße. Ausziehen. Hinlegen. Ja, aufs Gesicht. Ja, da sind Sie ja. Wir haben schon mal angefangen. Ne? Soll ich noch mal zusammenfassen? Was man... Oder ein Lehrer. Ne? Wenn Eltern zur Sprechstunde kommen, da kann der Lehrer nicht sagen, ach ja, Herr und Frau Müller. Ja, Ihr Sohn Willi. Ein Volltrottel. Wissen Sie, ich frage mich, wie das Kind morgens die Tür findet, um das Haus zu verlassen. Mein Tipp, geben Sie ihn weg, fangen Sie neu an. Von mir wird das doch mehr oder weniger schon erwartet. Ich bin letztens mal wieder geflogen, war kaputt, bin eingepennt, kommt die Stewardess, rüttelt mich wach, sagt er von der Lippe, stellen Sie Ihre Rückenlehne wieder senkrecht und schnallen Sie sich an. Wir erwarten heftige Turbulenzen. Ich sag, da bin ich aber froh. Ja, die hätte ich ja womöglich verpasst. Wer möchte schon schlafen, wenn ringsum alles kotzt? Nicht? Gibt aber noch einen Grund für diese etwas gediegenere Kleidung. Ich gehe ja kaum noch in Kneipen. Ich gehe fast nur noch in Konditoreien. Ja, ich möchte auch mal wieder zu den Jüngsten im Raum gehören. Der dauert immer so ein bisschen, merken Sie das? Der arbeitet sich meist von hinten nach vorne, nicht? Hier war er noch nicht. Ja. Na, das ist ja so, in Kneipen gibt es ja zwei Arten Publikum. Die eine Hälfte besäuft sich und die andere muss sie nach Hause fahren.
Und dann diese Mischung aus zu lauter Musik, Alkoholmissbrauch, dem Anblick potenzieller Sexualpartner, der Gewissheit, dass man nicht rankommt. Das schafft so eine aggressive Atmosphäre, die mir nicht mehr gefällt. Das ist in Konditoreien nicht. Nein, da hören Sie keinen Satz wie: Was klotzt du so blöd? Willst du was aus der Fresse? Nee, Sie werden auch nicht von hinten gerammt, wenn Sie gerade das Glas am Hals haben. Sie kriegen keinen Dartpfeil in den Hinterkopf, weil eine fehlgeleitete Hausfrau glaubt, an den Freizeitaktivitäten des neuen Partners teilnehmen zu müssen. Nichts, es ist einfach nur friedlich. Man sitzt da und isst Kuchen. Kuchen macht glücklich. Ja, Süßigkeiten enthalten Glücksbotenstoffe. Frikadellen nicht. Kuchen macht glücklich und dick. Und das ist auch gut so. Denn die Wissenschaft ist sich ja überhaupt nicht einig darüber, ob wir eine globale Erwärmung erwarten oder nicht vielleicht doch eine neue Eiszeit. Und wenn wir eine neue Eiszeit kriegen, dann liegen wir Molligen, aber ganz weit vorne. Ja. Ich sage nur Titanic. Sie haben alle den Film gesehen. Der kleine, dünne Leonardo, tot, erfroren. Die dicke Kate Winslet, über 100 ist sie geworden. So sieht's da aus.